Nicole Cliquot hat ein Unternehmen gegründet, was es nach 220 Jahren immer noch gibt. Sie ist 1777 geboren. Wie hat die das denn geschafft? Sie hatte die Idee Champagnerhaus. Es war ja ziemlich neu in der Zeit. Dann stirbt ihr Mann. Sie steht da mit dieser angefangenen, nicht besonders stabilen Unternehmensidee, mit einer kleinen Tochter. Sie ist 27 Jahre alt. Der ganze Druck der Zeit sagt, neu heiraten, mehr Kinder kriegen. Und sie macht es anders. Also Nicole Cliquot ist während der Revolution groß geworden. Sie hat die Armut der Bevölkerung erlebt, den Hunger, die Wut. Dann kommt Napoleon und sie ist sofort skeptisch. Der Mann hält große Reden in schlechtem Französisch und redet nur über Krieg. Die weltpolitischen Parallelen sind erstaunlich. Man hat einen Menschen in Europa, der sich als Imperialist benimmt, der Sanktionen gegen Europa ausruft. Und Nicole Cliquot hat gleichzeitig ihr Unternehmen aufgebaut. Sie hat darunter wahnsinnig gelitten. Nicole Cliquot hat immer gesagt, der Mann ist ein Teufel. Napoleon hat 62 Schlachten gewonnen und am Ende geschlagen nur von einem gemeinsam agierenden Europa. Champagner ist wirklich ein Zaubergetränk. Die Kohlensäure macht, dass das sofort in den Kopf geht. Und je kleiner die Bläschen, je schneller geht das. Ja, und sie hat diese Bläschen immer weiter verkleinert durch Gärvorgänge, die sie genau beobachtet hat. Und dadurch hat er erst diese Zauberkraft erlangt überhaupt. Das muss man sich vorstellen. Nicole Cliquot, der Vater, wollte sie verheiraten. Sie hat gesagt, ich heirate auch diese Beziehung nicht. Das war in der Zeit schon eine herausragend emanzipatorische Position. Nicole war in dem Sinn keine Emanze, aber sie hat ihr Leben emanzipiert gelebt. Also ich würde sagen, sie war eine moderne Frau ihrer Zeit. Wenn Sie in der Wirtschaft rumgucken, wenn Sie rumfragen, was stellst du dir vor als Bild, wenn du sagst Unternehmer, Manager oder Managerin, gibt es gar nicht. Ja, die Bilder sind alle männlich. Und das liegt auch daran, dass wir sie nicht aufgeschrieben haben, diese Biografien. Das ist für mich auch ein Impuls gewesen, das zu machen.